schon, komm schon, komm schon. Ich bin heiß. 2 Minuten, Baby. Yeah, Buddy, was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5 Online. Wir hatten den White Spider vor einigen Tagen. Jetzt haben wir Brown Goat, eine Map, wo ich jetzt überrascht bin, denn es stand 5 Runden sind empfohlen. Ja, gönnen wir uns auf jeden Fall. Es ist denn eine komplett Sag mir jetzt nicht, das ist einfach nur eine komplett automatische Map. Sag mir, der White Spider war automatisch. Da haben viele von euch geschrieben, hey, die Losers haben die auch schon gespielt. Höchstwahrscheinlich haben die... Was? Höchstwahrscheinlich wurde die dann auch schon von den Losers gespielt, wenn das jetzt auch so eine automatische ist. Ja, ziehen wir uns einfach mal entspannt rein. Ja. Ich bin irgendwie an einem Checkpoint vorbei, aber vielleicht... Vielleicht komme ich da ja wieder hin. Okay, schade. Ich habe jetzt echt gehofft, das wird so eine perfekte, komplett automatische Map. Okay, der Part geht weiter. 5 Runden sind aber eingestellt. Ich glaube, er hat darauf geschrieben... 2 Minuten sind zu schlagen. Das werden wir sehen. Ich liebe sowas. Einfach nur Vollgas. Sieht doch schon was. Oh, das ist richtig sexy. Okay. Abgebremst am richtigen Punkt. Ich habe die Kommentare ehrlich gesagt noch gar nicht alle gelesen zu der letzten Map, wo ich gesagt habe, ey, der Erbauer soll sich einfach... Doch, warte mal, da hatte ich gelesen. Da habt ihr aber genau, da habt ihr geschrieben, die Losers haben diese Map gespielt. Aber der Erbauer hatte sich selbst zu Wort gemeldet. Ist es tatsächlich seine eigene Map mit solchen genialen automatischen Elementen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nähern wir uns jetzt in 2 Minuten. Oh, fuck it! Nice, nice. Ey, diese Bremser, das war genauso schon beim White Spider. Perfekt gesetzt. Jedes Mal. Alter, ist das übersexy, ey. Ist das übersexy? Wuhu! Oh, ein bisschen vom Gas, ein bisschen vom Gas. Auch wenn der T20 Kurven gut nehmen kann. Ja, und wieder ein kleines Update mit Julie, das... Oh, okay, das war mein Fehler. Mit Julie, das sollte demnächst. Er versucht halt, wie gesagt, seinen PC dann neu aufzusetzen und dann es sollte eigentlich alles funktionieren. Okay, das war hier mein erster kleiner Fehler. Von daher sind wir schon über die 2 Minuten ganz gut hinaus. Müsste aber trotzdem gleich das Ziel. Da ist es, ne? Das ist Rundenende, genau. Also 2 Minuten 30 gilt es zu schlagen jetzt. Ach du Scheiße, jetzt mit Vollschmackes würde ich sagen. Okay, die Runde ist auch schon verloren. Shit, das ist gleich am Anfang. Okay, komm, wir genießen aber nochmal. Wir haben 5 Runden eingestellt. Schnellste Runde zählt. Versucht selber diese Rundenzeit von 2... Also 2 Minuten soll Ziel sein. Jetzt hatte ich 2, 3... was? Schon wieder hier irgendwo gegengekommen? Also wieder 2, 3 Sekunden verloren. Solche Maps lobe ich mir. Demnächst werde ich auch mal wieder eine schöne Cunning Stunt spielen, aber das ist schon sexy. So, was kann man? Ich komme jetzt gerade aus dem Fitnessstudio. YouTube-Aufnahme Pflicht, muss sein. Habe ich auch Bock drauf. Und auf so eine Map erst recht. Vergesst nicht, den Daumen hoch zu knallen. Ey, das ist, also ich glaube nicht, das ist irgendwie vorgefertigt oder von dem übelsten Pro. Also von übelsten Pro. Denn eigentlich hat er auch geschrieben, habe ich noch gar nicht erwähnt, drück nicht A und D musst du nicht drücken. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also theoretisch könnte man... Ja, also ich kann es ja nochmal versuchen, aber erstmal will ich die Rundenzeit von irgendwie 2 Minuten so knacken. Aber ohne A und D, das heißt... Der Wagen... Ja, guck mal, so eine... Ah, das geht doch gar nicht. Das ist der Wagen, der muss sich komplett selber auf der richtigen... Nicht nur auf Spur halten, sondern schon so richtig halten. Und das hat ja schon am Anfang beim Automatischen nicht funktioniert. So, Bremser. Genau. So, dass ihr wirklich auch durch alle kleinen Lücken durchkommt. So, hier fährt man jetzt seitlich. Das, von der Kameraperspektive blicke ich das gar nicht so richtig. Ey, das ist der Wahnsinn. So, allein hier muss ich ja so ein bisschen, ne? Auch hier... Vielleicht stand da nochmal irgendwas Zusätzliches.
dass man nur in bestimmten... okay, hier komme ich jetzt direkt durch. Yes, baby. Ja, wir sind schon bei 2 Minuten 9, Alter, dieser Anfang. Der hat uns echt scheiße Zeit gekostet. Okay, jetzt aber. Jetzt aber, 2 Minuten. Tommy, komm hier gut durch. Hopp, sind wir. Schnellste Runde zählt, Bros. Und Girls. Komm schon, jetzt aber hier. Irgendwo ist er nämlich gerade auch hier wieder angestoßen. Das darf auch nicht passieren. Hip. Sauber. Sauber, wir sind durch. Aber vorhin auch nochmal 2 Sekunden verloren. Was? Ey, das kann's doch nicht sein. Von wegen drückt nicht A und D. Ey, come on. Ich habe mich da so drauf verlassen. Scheiße, Alter. Blind schon wieder 10 Sekunden verloren. Ich meine, 2 Runden haben wir noch. Kann man noch was machen. Aber man darf sich... Nee, man darf sich da überhaupt nicht... Nee, blind drauf verlassen darf man sich nicht. Im Grunde musst du immer auf der Mitte der Strecke bleiben. So sieht's nämlich aus. Bin ich mal gespannt, wie schnell wir das machen. Ich glaube, die zweite Runde war immer noch schneller als die erste. Die könnte jetzt noch ein bisschen schneller sein, wenn mich der Tod, der Selbstmord nicht zu viel Zeit gekostet hat. So, weiter kommen wir schon fehlerfrei durch. Yep. So, hier. Komm schon, T20. Komm schon. Oh, geh in die Kurve. Yo. Einmal rüber. Läuft auch geschmeidig. Jetzt haben wir schon wieder 2 Minuten 5. Ich glaube, in der letzten Runde hatten wir hier 2 Minuten 9. Und dann sind wir jetzt hier wieder am Ende. Hopp. What? Ich bin... Diesmal hat der Bremser nicht... Alter, was ist denn das? Ey. 7... Lol. Ich vermute, das war jetzt meine schnell... Wieso hat der Bremser diesmal nicht funktioniert? Ich war einfach ein bisschen höher oder so. Okay, komme ich jetzt hier glatt durch? Sieht gut aus. Ja, hier musst du einfach nur in der Mitte sein. Sauber. Mhm. So, Tomek, nicht blind verlassen. Nicht blind auf die Strecke verlassen. Wieso hat der Bremser nicht funktioniert? Ich habe gleich nur noch eine Runde. Die 2 Minuten. Also komplett glatt. 2 Minuten habe ich jetzt auch nicht geschafft. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich hatte. 2:15 vielleicht. Werden wir ja ganz am Ende nochmal sehen. Komm schon, ey. Hier habe ich 7 Sekunden verballert, Alter. Das war schon wieder so. Nicht blind verlassen. Habt ihr gesehen, ich musste den Wagen selber ein bisschen ausrichten. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin heiß. 2 Minuten, Baby. Gib sie mir. Bremser. Hier funktionieren sie natürlich. Junge, ich dachte echt, 4. Runde. Jetzt habe ich's drauf. Jetzt kenne ich die Strecke. Jetzt läuft alles glatt. Und dann gibt es einen technischen Fehler auf der Strecke. Lol. Scheiße. Läuft doch. Alles andere läuft. Wir haben ungefähr noch... Wow, nur noch ein paar Sekunden, bis wir da sein müssen. Okay, jetzt... Ja, jetzt kommen aber auch keine Sachen mehr, die uns irgendwie aus der Bahn zwiebeln. Hier noch, ja, die letzte Kurve. Shit. Also ich glaube, wenn ich das richtig sehe... Wenn ich das richtig sehe, ist die Runde sogar langsamer? Oder nicht? Geht's oder geht's, oder? Ja, doch, ein bisschen. Ja. Doch, 2,5, 2,6. Jetzt gucken wir, wie es mit den Bremsern. Ist klar, Alter, ist klar. Jetzt ganz geschmeidig. Okay, komm. Letzte Runde. Bumm. Wir sind durch.
Alter, merkt ihr die Anspannung? Die Luft, die brennt. Ja, probiert euch mal selber. Und dann schreibt mir eure schnellste Rundenzeit in die Kommentare. Nice, jetzt hat's gepasst. Jetzt bin ich schön glatt durch. Und... oh nein, der Wagen ist komisch ins Schlittern gekommen. Dein Ernst? Ey, Leute. So, und damit sind die 2 Minuten hin. Das gibt's doch gar nicht. Jede Runde klappt das perfekt und dann... ich check's gar nicht, warum er da ins Schlittern gekommen ist. So, das passt. Ja, das ist easy. Ah, hier ist alles easy. Na gut. Dann gucken wir trotzdem, welche die schnellste... ja, ist klar. Das funktioniert doch perfekt. Gucken wir gleich, welche die schnellste Rundenzeit war. Ich glaube so 2:15. 15 Sekunden. Und jetzt habe ich gerade 10 Sekunden verloren. Vielleicht sogar 15 Sekunden verloren, weil ich relativ nah schon am nächsten Checkpoint war. Schade. Ich war so hot drauf. So, jetzt. 15 Sekunden müsste ich im Ziel sein. Und das Ziel ist noch in weiter Ferne. Oh, das ist in richtig weiter Ferne. Warum habe ich denn jetzt auf einmal so viel... durch diesen einen Patzer so viel Zeit verloren? Hm, aber richtig viel Zeit. Also das ist sogar eine ziemlich langsame Runde. Und dabei war es wirklich nur dieser eine Fehler. Ja, probiert es selber aus. Wie gesagt, schreibt es in die Comments. Link in der Beschreibung, ist klar. Ziel ist in Sicht. Puh, das ist sogar vielleicht meine langsamste Runde. 2 Minuten 30. Bob, alles klar. Wenn man so ein bisschen seitlich rausfährt, an den Bremsern vorbei. Jetzt bin ich mal gespannt. Insgesamt 12 Minuten für 5 Runden. Das heißt, durchschnittlich 2:30, ja? Ja, freust du dich? Ich weiß nicht, ob du dich freuen darfst. Gucken wir mal. 2:15 habe ich die... 2:14, okay, 2:14,8. Ist gar nicht so schlecht. Welche Runde war es? Sieht man nicht. Könnt ihr aber gerne nochmal im Video zurückspulen, beziehungsweise ihr habt es ja vielleicht so auch schon gesehen. 2:14 ist nicht schlecht. Mir ist in jeder Runde mindestens ein kleiner Patzer unterlaufen. Ist aber eine schöne Map. Brown Goat. Spielt sie einfach mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Ciao, ciao.